Tommy, ich... Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist Was? Schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Onkel Tommy? Hallo? Was ist denn da los? Der gute Onkel Tommy ist wohl abrupt unterbrochen worden und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play The Last of Us. Ich bin der Sarazar und werde dieses Spiel gemeinsam mit dir durchzocken. Ein echtes Survival-Endzeit-Abenteuer, das richtig geil sein soll. Ich durfte das Spiel bereits mal kurz anspielen, mehr konnte ich aber bisher noch nicht rausholen und ich muss sagen, es beeindruckt mich doch sehr. Ach, verdammt, die habe ich total vergessen. Oh, das scheint die Geburtstagskarte für ihren Vater zu sein. Sarah spielen wir hier, wie gesagt. Lieber Papa, also schön, du bist nie da, du hast die Musik, die ich höre, du verachtest die Filme, die ich mag, trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Hab dich lieb, Sarah. Ein lieber Brief von Tochter Sarah an ihren Vater. Die Mutter haben wir gar nicht kennengelernt, ich glaube, die scheint hier nur bei ihrem Vater aufgewachsen zu sein. Vielleicht ist die Mutter gestorben, hat sich getrennt. Ich weiß es nicht. The Bash, hier die Band. Ja, und wir wollen jetzt mal hier rausspazieren. Denn wir müssen uns umhören, Dad? Was hier so abgeht. Und was hier los ist, was hier passiert ist. Ich weiß es natürlich Daddy? Schon, will aber gar nichts spoilern. Für die Leute, die sich vielleicht noch nicht so mit dem Spiel auseinandergesetzt haben. Da ist doch Licht in der Tür. Bist du hier? Im Zusammenhang mit der landesweit ausgebrochenen Verdammt, Pandemie. Wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Wir müssen sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass los, die Soldaten hinter mir... Was war das? Alter! Oh Gott! Okay. Dad? Also irgendwas ist hier los. Irgendwas läuft kräftig schief. Dad! Ausnahmezustand? Und wo ist der Vater von Sarah? Was ist bloß los? Polizei. Liegt hier irgendwas auf dem Tisch? Irgendein Indiz, wo unser Vater ist? Eine schöne Gitarre übrigens. Sei
mein Telefon. Dann gehen wir doch mal dran. 8 Anrufe. Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg? Also ein paar SMS von Tommy, das ist wahrscheinlich auch Onkel Tommy. Ja, und die Freunde von Heavy Rain, Uncharted und The Walking Dead und Co. werden sich freuen, denn dieses Spiel hat es wirklich in sich. Boah, was war das? Es soll super storylastig sein und richtig emotional. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich glaube, es wird uns allen sehr gut gefallen. Ich durfte schon mal anzocken und es war extremst cool gemacht. Da ist er. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott! Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Hey. Alles wird gut. Jimmy, pass auf! Ich warne dich! Nein! Geh! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Ich habe da eine Ahnung. Komm, wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Lass uns einfach abhauen. Oh, Scheiße. Da ist überall Blut. Gehen? Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Irgendein Parasit oder sowas. Hey Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, uns geht's super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagte. Das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier. Hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. Die Rede ist von Mr. Cooper. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey! Fahr hey, vorbei, stopp! Tommy. Stopp! Oh ja. Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Krankenwagen. Ob die noch helfen? Alle Idioten haben dieselbe scheiß Idee. Wir können einfach umdrehen und... Hey, was zum Teufel los jetzt? Tommy! Scheiße! Was war das denn? Was zum Teufel war das denn? Gesehen? Ja, hab ich. Hier! Nein, 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 nein. Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Oh nein! Wir können hier nicht anhalten, Tommy! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! Das ging ja gerade noch mal gut hier. Wow! Oh, Backe! Zu früh gefreut.
Daddy? Hey. Hey! Zurück, Kleines. Zurück. Komm schon, scheiß Scheibe, weg damit! Wir müssen raus hier, Sicherheitsglas zum Glück. Damit man sich keine großen Schnitte holt. Denn die könnten in so einer Situation fatal sein. Eine Verletzung. Boah. Dad! Wie sag Kleines? Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm. Wir müssen jetzt rennen. Komm schon. Halt dich fest. Okay. Dann mal los. Okay, also wir werden hier verfolgt von Zombies, Infizierten. Und es erinnert natürlich stark an I Am Legend und The Walking Dead. Aber ziemlich geil gemacht, ziemlich cool aufgezogen, wie die Menschen wegrennen. Oh, Alter! Wie geil. Scheiße, schnell hier rüber. Nicht hinsehen, Sarah. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Das ist ja der Wahnsinn, wie das inszeniert ist. Unglaublich, unglaublich. Die Menschen rennen ums nackte Überleben. Ja, und wir müssen Sarah hier rausbringen. Sind jetzt in der Haut von Joel, so heißt dieser Charakter. Aber das Kino. Und jetzt brennt ja alles nieder. Selbst die Polizisten kriegen das nicht mehr unter Kontrolle. Scheiße, Mann. Welche Gasse? Boah. Hier die? Mach schneller, Tommy. Mach zu. Okay, weiter. Boah. Boah. Alter, weg mit dir! Oh mein Gott. Ja, und für die, die sich fragen, warum ich das Spiel nicht mit Facecam zocke, ich finde, das würde an der Atmosphäre nagen. Kommt jetzt, rennt weiter, hier irgendwie durch. Die Bar hat geöffnet. Boah. Okay, Tommy. Sarah, ich bin schneller als sie. Tommy? Wir treffen uns dort. Mach schnell! Und weiter geht der Run hier. Ums nackte Überleben. Die Typen werden aufgespeist. Ich glaube, im Auto soll man es nicht schnappen, sondern hier weiterrennen. Oh mein Gott. Wir sind fast da. Irgendwas ist da ziemlich nah hinter uns her. Ich sehe den Schatten. Ich renne ums nackte Überleben. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Obwohl wir angezogen sind. Haha. Scheiße. Der Krankenwagen sieht nicht mehr gut aus, oder was war das? Oh, der Typ ist auch verletzt. Ob der ein Zombie ist, ich kann es nicht sagen, kann sein. Nein, ich glaube, er dient als gutes Opfer. Aber die sind verdammt nah hinter uns. Zum Glück. Ist okay, Kleines, wir sind sicher. Hey, helfen Sie uns. Stop. Bitte, meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Alter, knallt er einfach drauf, der Typ. Der spinnt ja wohl. Das ist ein Soldat. Und er hat Anweisung bekommen, uns zu töten, oder was? Oh mein Gott. Tommy. Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Nein.
The Last of Us. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Es war unfassbar, aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer zuständigen... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Dem Licht. Vertraue auf die Fireflies. Sarah ist tot. Was für ein emotionales Folgenende. Richtig krass inszeniert hier der Anfang von Let's Play Last of Us. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Klickt doch einfach mal unten auf das Video, denn dort findet ihr die Playlist und vielleicht ist die nächste Folge ja schon da. Bis dahin, ciao.